Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Bäderbetriebe verteidigen Einlassstopps. Eisbären starten in die Saisonvorbereitung und das Wetter, es bleibt erst einmal sehr warm und trocken. Erst am Sonntag sinken die Temperaturen auf angenehme 26 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 2. August 2018. Nach Besucherprotesten vor dem Sommerbad Pankow haben die Berliner Bäderbetriebe Einlassstopps und begrenzte Öffnungszeiten der Freibäder verteidigt. Angesichts der hohen Auslastung seien vorübergehende Schließungen ärgerlich, aber nicht vermeidbar, sagte Andreas Scholz-Fleischmann, Geschäftsführer der Bäderbetriebe. Die Sicherheit der Badegäste dürfe nicht gefährdet werden. Längere Öffnungszeiten am Abend nannte Scholz-Fleischmann zwar wünschenswert, aber derzeit nicht umsetzbar. Das Wasser in den Schwimmbädern müsse nachts gefiltert werden, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Außerdem fehle es bereits jetzt an Personal. Unser Budget ist eigentlich ausgeschöpft, sagte der Bäderchef. Seit Dienstag wird der 13-jährige Max Radloff vermisst. Der Jugendliche verließ am 31. Juli gegen 19 Uhr die Wohnung einer Freundin in der Borkheider Straße im Ortsteil Marzahn. Danach wollte er sich noch im Norden Marzahns mit Freunden treffen. Dort kam er nie an. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe bei der Suche. Max Radloff ist 1,72 Meter groß, hat dunkelblonde bis braune Haare und ist sehr schlank. Er trägt eine feste Zahnspange und war am Dienstag mit einer kurzen Hose mit Camouflage Muster, einem grünen T-Shirt mit Camouflage-Aufdruck sowie rot-schwarzen Schuhen bekleidet. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Max Radloff hat oder ihn gesehen hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen zu einem Trickdiebstahl in Pankow am 2. August vergangenen Jahres. Demnach hatte gegen 12.45 Uhr einer der mutmaßlichen Diebe im Blaumann an der Wohnungstür einer Seniorin in der Trelleburger Straße geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Sein Vorwand, er müsse das Wasser abstellen und daher ins Badezimmer. Während er die 85-jährige Dame etwa 20 Minuten lang ablenkt, muss ein unbekannter mutmaßlicher Komplize in die Wohnung gegangen sein und unter anderem Geld, ein Sparbuch sowie eine EC-Karte mit dazugehöriger PIN geklaut haben. Offenbar derselbe Mann hob dann etwa 20 Minuten später an einem Geldautomaten in einer Filiale der Berliner Sparkasse in der Dietzgenstraße in Niederschönhausen 1.000 Euro vom Konto der Senioren ab. Dabei wurde der Mann von Überwachungskameras gefilmt. Als der Mann am nächsten Tag mit der EC-Karte Geld in einer anderen Bankfiliale abheben wollte, wurde die zwischenzeitlich gesperrte Bankkarte eingezogen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Fast jeder dritte Berliner hat ausländische Wurzeln. Von rund 3,6 Millionen Menschen in der Hauptstadt hatte rund 1 Million im Jahr 2017 einen Migrationshintergrund im engeren Sinne, teilte das Statistische Bundesamt mit. Bundesweit hatte rund jeder vierte ausländische Wurzeln. Ein Mensch hat nach der Definition des Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Die meisten Zuwanderer nach Berlin kamen aus Europa, rund 263.000 aus der EU und 388.000 aus dem sonstigen Europa. Die mit Abstand größten Gruppen waren Türken, Polen und Russen. Die Zahlen beruhen auf dem Mikrozensus, einer Stichprobenerhebung unter deutschen Haushalten. Und wir kommen zum Sport. Die Eisbären Berlin sind am Donnerstagmorgen im Wellblechpalast mit dem ersten Eistraining der Spielzeit 2018-2019 in die neue Saison gestartet. Mit dabei war auch der bis dato letzte Neuzugang des DEL-Rekordmeisters Florian Kettemer. Der Abwehrspieler, der zuletzt 3 deutsche Meistertitel in Serie mit dem ERC Red Bull München gewinnen konnte, wollte seine Karriere nach dem Titel-Hattrick eigentlich beenden, konnte dem Ruf aus der Hauptstadt dann aber nicht widerstehen. Der Kontakt wirklich kam zustande. Ich glaube, es ist keine knapp 2 Wochen jetzt vorüber. Und ich wollte eigentlich meine Karriere beenden nach den 3 Meistertiteln in München, weil ich eine riesen Chance habe, einen neuen Berufsweg einzuschlagen. Mit einem Body-Mind-Spezialisten, mit einem weltbesten Body-Mind-Spezialisten, Thomas Hertlein, zu arbeiten und vor allem von ihm zu lernen, weil mich dieser Berufszweig sehr interessiert. Und wir haben noch gesagt, die Eisbären wären eigentlich so die einzige Alternative noch fürs Hockey.
Und ja, dann kam wirklich ein paar Tage später kam dieses Angebot. Das war ja schon sehr verrückt in dem Teil. Und dann haben wir natürlich haben wir das besprochen und gesagt, okay, das mache ich. Für Berlin spielen, das ist ja nochmal was ganz Großes oder mehr geht im deutschen Eishockey eigentlich nicht. Und der ist eine Riesensache, jetzt hier zu sein. Mit am Training nahm auch Nationalspieler Marcel Nöbels teil, der nach einem Angebot der Boston Bruins sich nun aber in Richtung NHL orientieren will. Ich glaube, dass jetzt hier keiner dabei ist, der jetzt sagen würde, nee, Marcel, mach das nicht. Also ich glaube, wenn man von der besten Liga der Welt spricht, sollte man schon ja, die Unterstützung haben und die habe ich. Und ja, freue mich einfach auf die Zeit, die jetzt kommt und werde sehen, wie weit ich da kommen werde und versuche die Zeit aber auch zu genießen, Erfahrungen zu sammeln und werde sehen, wie es dann weitergeht. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es leicht bewölkt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt unter 10%. Mit Tiefstwerten um die 21 Grad bleibt es erneut sehr warm. Und auch am Freitag erwartet uns wieder ein heißer Sommertag. Kein Wölkchen am Himmel und Temperaturen um die 31 Grad. Und der Ausblick. Am Samstag gehen die Temperaturen noch einmal mit 33 Grad kräftig nach oben. Dabei ist es meist nur leicht bewölkt. Ab Sonntag wird es dann etwas kühler. Das Quecksilber bewegt sich um die 26 Grad und auch die neue Woche startet dann ähnlich angenehm. Dabei bleibt es an allen Tagen trocken. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.